Jetzt geht es weiter mit Kapitel 11, den Mahnwesen. Die Voreinstellung im Mahnwesen können wir unter Bearbeiten, Firmenangaben tätigen. Da gibt es unter dem Punkt Firma den Punkt Mahnwesen. Hier können wir sagen, in welchem Programm wir das Mahnwesen machen wollen. Ich habe ein Financial Office, da kann ich wählen zwischen Buchhaltung und Warenwirtschaft. Ich kann sagen, ab welchem Betrag wir mahnen. Wenn Sie deutsche Zinsrechnung einstellen, dann sind das 360 Tage und hier kann ich den Zinssatz hinterlegen. Hier sehen Sie die drei Mahnstufen, die wir in Lexware haben. Zusätzlich zu dem Mahndatum, was wir eingeben, geben wir jeweils 10 weitere Tage und hier stellen wir die Mahngebühr ein. Ich verändere nichts, deswegen gehe ich hier auf Abbrechen und gehe dann über Extras Mahnwesen rein. Ich kann hier sagen, welche Mahnung ich machen möchte. Ich habe die Möglichkeit, Mahnung 1, 2, 3 und eine Inkassostufe zu machen. Wir wollen die erste Mahnung tätigen. Hier tragen wir den aktuellen Tag ein. Nehmen Sie bitte den 3., 2. 2012, gebucht bis ist der Tag, wann wir auf dem Konto geguckt haben, die letzten Kontoauszüge gebucht haben. Da bitte auch den 3.2. eintragen. 2012. Dann kommen wir Fristsetzung bis, das heißt, bis zu welchem Tag er bezahlen muss. In unserem Beispiel bitte den 13.2. 2012. Hier unten haben wir den Bearbeiter. Da tragen wir die Frau Sonja Gruber ein. Hier können wir diverse Einstellungen machen. Wir können sagen, bereits gemahnte Rechnung in die Liste mit aufnehmen. Lassen wir in unserem Beispiel den Haken raus. Mehrere Rechnungen eines Kunden in eine Mahnung zusammenfügen. Ist im Warenleben vielleicht ganz gut, wenn ein Kunde mehrere Rechnungen hat. In unserem Beispiel nehmen wir das raus, genauso wie wir Gutschrift den Haken rausnehmen. Mahngebühren anrechnen. Lassen wir ebenfalls raus, genauso wie Verzinsung des fälligen Betrages. Das Einzige, was wir drin lassen, ist deutsche Zinsrechnung und Beträge mahnen ab 5 Euro. Wir gehen auf Weiter und es werden uns jetzt zwei Mahnungen angezeigt. Einmal von der Grau GmbH und einmal vom Deutschen Theater. Ich könnte, wenn ich einen von beiden nicht mahnen möchte, könnte ich hier die Haken rausnehmen. Dann wurde jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel nur die Grau GmbH eine Mahnung bekommen. Ich nehme also mein deutsches Theater raus, gehe hier auf den Punkt Mahnen. Und komme automatisch in den Druckassistenten. Ich kann also hier wieder sagen, ob ich einen Drucker benutzen möchte oder ob ich die Mahnung exportieren möchte. Ich kann diese Mahnung entweder nach MS Word oder als PDF-Dokument exportieren. Ich nehme in meinem Beispiel das PDF-Dokument und habe hier unten zwei verschiedene vorbereitete Mahnungen. Einmal die Standard mit Mahnstufe 1 und einmal die Standard-Mahnstufe 1 mit Kopf- und Fußzeile. In unserem Beispiel ist das egal. Ich sage einfach Ausgabe. Jetzt werde ich gefragt, wo ich das hinspeichern möchte. Ich nehme einfach meinen Desktop und nenne das Mahnung 1. Und er erstellt mir jetzt automatisch ein PDF-Dokument. Ich gehe jetzt auf Speichern und jetzt erstellt er mir das PDF-Dokument. Und erst wenn ich jetzt sage, soll die
Stufe der erzeugten Mahnung jetzt gesetzt werden. Wenn ich jetzt Ja sage, zeigt ihr mir das Dokument an, das PDF, und ihr setzt automatisch die Mahnstufe. Also wenn ich jetzt hier auf Nein gehen würde, würde er die ganzen Sachen wieder rückgängig machen. Aber wir wollen wirklich mahnen, deswegen setzen wir auf Ja. Und Sie sehen, hier ist mein Mahndokument. Das hat er mir erstellt. Wir mahnen die Grau GmbH und der Betrag ist 11.900 Euro, den wir mahnen. Das PDF müsste ich jetzt ausdrucken und dem Kunden zusenden. Wir schauen uns jetzt mal unter Ansicht offene Posten Debitoren an. Jahr 2012 lassen wir so, sagen OK. Und wir sehen jetzt, wir haben drei offene Posten. Und hier in der Zeile, wo das M steht, was für Mahnung steht, steht hier eine 1. Das heißt, wir haben die erste Mahnung durchgeführt. Das war's jetzt zum Thema Mahnung.